Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren, das hat die bisherige Debatte ja schon gezeigt, eine spannende rechtspolitische Frage, die jede Menge juristische Problemstellungen aufwirft und darüber hinaus natürlich auch außenpolitische Implikationen hat, die das Ganze umso komplexer macht. Und es ist schon bemerkenswert, dass es einem Komiker und Satiriker durch eine förmliche Guerilla-Aktion ein weiteres Mal gelungen ist, eine gesellschafts- und auch staatspolitische Debatte bei uns im Land anzustoßen. Das war letztes Jahr das Faru-Fake-Video, das ist jetzt dieses Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Erdogan. Und natürlich, und das will ich an dieser Stelle sagen, und das hat ja auch diese Debatte gezeigt, ist es zutiefst verletzend, ist es ehrabschneidend und ist es auch absolut inakzeptabel, wie in Form, Inhalt, Art und Weise dieses Gedicht auch in diesem Zusammenhang vorgetragen worden ist. Und trotz allem ist es mit Sicherheit so, Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ja, so früh schon, ich habe ja noch gar nichts gesagt. Das entscheide ich nicht, wie Sie wissen. Kollege Frey, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ja. Etwas verwundert war ich gerade, dass Sie in einem Zuge Varu Fake und das Schmähgedicht zusammen genannt haben. Ist Ihnen bekannt, dass Böhmermann für Varu Fake den Grimme-Preis bekommen hat? Ich habe insbesondere darauf Bezug genommen, Frau Kollegin, dass es natürlich in gewisser Hinsicht problematisch ist, wenn man auch zum Gegenstand solcher Satire-Werke letztlich die Konfrontation und die Auseinandersetzung mit ausländischen Staats- und Regierungsvertretern macht. Und unabhängig davon, ob es dafür einen Preis gab oder nicht, entzieht sich das eben auch nicht einer politischen Bewertung. Und deshalb habe ich diesen Zusammenhang hergestellt. Und ich halte ihn, auch wenn es unterschiedliche Sachverhalte sind, durchaus für richtig. Meine verehrten Damen und Herren, ich glaube, man kann über den Inhalt und die Form, ich hatte es angesprochen, unterschiedlicher Meinung sein, auch zu einem klaren Ergebnis kommen. Aber jedenfalls ist klar, dass es Grenzen gibt, auch für die Grundfreiheiten unserer Verfassung. Es gibt eben nicht nur die Kunstfreiheit, es gibt nicht nur die Meinungsfreiheit, sondern all diese Freiheiten haben dort ihre Grenzen, wo letztlich andere Werte mit Verfassungsrang tangiert werden. Und das ist nicht zuletzt das Persönlichkeitsrecht. Und deshalb, glaube ich, ist es für uns auch nicht entscheidend, die Frage zu diskutieren, ob wir jetzt hier links oder rechts der Frage einer Strafbarkeit dieses zu verorten haben. Denn das hat in Deutschland, Gott sei Dank, weder die Exekutive noch die Legislative, das hat in Deutschland, Gott sei Dank, das zuständige Gericht zu entscheiden. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, halte ich die Entscheidung der Bundesregierung auch für zutreffend und richtig. Erstens, nach 104 des Strafgesetzbuches die entsprechende Ermächtigung zu erteilen. Und zweitens darüber hinaus, auch nicht jetzt in einem Schnellschuss, meine Kollegen haben das ausführlich rechtspolitisch dargelegt, in einem Schnellschuss über die Abschaffung eines alten Straftatbestandes zu sprechen, sondern das wirklich auch zum Gegenstand von umfassenden Überlegungen zu machen. Denn es ist ja richtig, was gesagt worden ist. Keine Strafvorschrift steht am Ende des Tages für sich alleine, sondern sie ist in einen Gesamtzusammenhang zu rücken. Und insbesondere mein Kollege Ulrich hat ausführlich darauf hingewiesen, dass es durchaus Änderungsmöglichkeiten und Änderungsbedarf gibt, aber dass das letztlich auch eine ausführliche Debatte möglich macht. Und ich will Ihre Fragen mit einer Gegenfrage beantworten. Was ist denn der Grund dafür, dass man jetzt eine uralte Regelung, über dessen Richtigkeit man erstens unterschiedlicher Meinung sein kann und zweitens, ich von der Ihrigen nicht weit entfernt bin, warum muss das jetzt in einem Schnellschuss beseitigt werden? Warum muss man hier einen Sondertatbestand herausgreifen, ohne dass man sich die Beleidigungstatbestände insgesamt anschaut? Herr Kollege, lassen Sie noch mal eine Zwischenfrage zu vom Kollegen. Ach, ich würde sagen, ich rede jetzt mal weiter und wenn sich die Zwischenfrage dann immer noch ergibt, dann ist ja auch die Möglichkeit für eine Intervention am Ende.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dass diese Entscheidung der Bundesregierung richtig war. Dass man in der Tat dafür sorgen muss, dass Recht Recht ist und Außenpolitik Außenpolitik. Genau diese Unterscheidung hat die Bundesregierung gemacht und deshalb war diese Entscheidung korrekt und richtig. Und ich glaube, ein weiteres. Natürlich ist es auch ein Beispiel dafür, gerade denen deutlich zu machen, die nicht glauben, dass Gewaltenteilung tatsächlich ein konstitutives Element einer freiheitlich-demokratischen Verfassung und Grundordnung ist, zu zeigen, was Gewaltenteilung tatsächlich bedeutet. Und natürlich ist es richtig, an dieser Stelle auch über Sinn und Unsinn des Paragraphen 103 des Strafgesetzbuches insgesamt und losgelöst vom Fall nachzudenken. Und da gebe ich Ihnen in weiten Teilen recht, dass es natürlich eine Vorschrift ist, die ein Stück weit auch aus dem Rahmen gefallen ist und aus der Zeit gefallen ist. Etwas, was 1871 oder auch schon davor in früheren Landesstrafgesetzbüchern richtig war, das muss heute keineswegs mehr richtig sein. Während es früher eben so war, dass die Beleidigung eines Staatsoberhauptes letztlich gleichzusetzen war mit der Beleidigung eines Staates und es in früheren Zeiten auch zum Ausbruch eines Krieges mit hohem Blutzoll führen konnte, ist es heute eben nicht mehr so. Auf so etwas würde sich kein Mensch in Deutschland berufen. Und deshalb, auch das ist vorhin gesagt worden, spricht es eher gegen denjenigen, der sich auf eine solche Regelung beruft, als auf denjenigen, der dadurch in Anspruch genommen wird. Ich will als Maßstab einfach nur eines sagen. Wer eine solche Vorschrift für sich in Anspruch nimmt, der zeugt davon, dass er nicht über die notwendige Souveränität verfügt und dass er letztlich offensichtlich auch eine relativ schwache Stellung hat. Unsere Bundeskanzlerin war es, die in der Vergangenheit mehrfach gezeigt hat, was der Maßstab für einen Staats- oder Regierungschef ist. Wenn ich etwa an die inakzeptablen Schmähungen in Athen im vergangenen Sommer denke, da hat unsere Bundeskanzlerin gezeigt, wie souverän man auch mit solchen absolut deplatzierten Anwürfen, Anschuldigungen und Schmähungen umzugehen hat. Das ist sicherlich die richtige Herangehensweise. Ein weiteres ist, ich glaube, dass das Schutzgut des Paragraphen 103 Strafgesetzbuch letztlich in einer globalen Informationsgesellschaft durch solche Regelungen nur noch eingeschränkt berücksichtigt werden kann. Und deshalb muss man, glaube ich, auch im Blick haben, dass in einer Zeit, in der diese Informationen weltweit und zeitgleich zur Verfügung stehen, in unterschiedlichen Gesellschaften sehr unterschiedlich gehandhabt und betrachtet werden. Und deshalb muss man darüber genauso nachdenken wie bei der Frage, inwieweit es zu Veränderungen, auch gesellschaftlichen Veränderungen, mit Auswirkungen auf die Rechtsprechung in unserem Land selbst gekommen ist. Wenn man sich beispielsweise anschaut, die wenigen Fälle, in denen nach § 103 geurteilt wurde, dann sind das Dinge, die ganz unterschiedlich entschieden worden sind. Etwa in den 60er Jahren beim Schah oder in den 70er Jahren bei der chilenischen Militärdiktatur. Da sind andere Entscheidungen getroffen worden als 2006, als es um Papst Benedikt ging. Und deshalb, glaube ich, muss man letztlich auch berücksichtigen, dass gesellschaftliche Veränderungen immer auch Auswirkungen auf die Rechtsprechung haben und deshalb gleiche und vergleichbare Fälle anders betrachtet werden als in früheren Jahren und Zeiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, man muss an dieser Stelle auch die außenpolitischen Wirkungen berücksichtigen. Und da muss man eben sehen, dass es in diesem Fall so war, dass letztlich auch die Vorstellungswelten ausländischer Staats- und Regierungschefs in unsere nationale Debatte überschwappen konnten. Und deshalb ist es sicherlich etwas, was nicht am Ende sich in der Rechtsprechung niederschlagen wird. Da bin ich absolut überzeugt davon. Aber dass wir uns letztlich mit Debatten beschäftigen, die in andere Länder gehören, das halte ich am Ende auch nicht für angemessen. Es ist zu Recht darauf hingewiesen worden, dass sich hier jemand auf den Paragraphen 103 beruft, der andererseits in seinem Land sehr differenziert mit der Frage umgeht, was jetzt eine Beleidigung ist und was nicht. Der einerseits seit 2014 etwa 2000
Strafverfahren aufgrund dieser Beleidigungstatbestände angeführt hat, aber andererseits den Oppositionsführer im Parlament als politischen Perversling bezeichnet. Das sind Dinge, die letztlich nicht zusammenpassen. Und deshalb ist es, glaube ich, richtig, es ist insbesondere deutlich geworden, dass das auf denjenigen zurückfällt, der so etwas tatsächlich anstrengt. Wenn man all diese Dinge berücksichtigt, dann ist, glaube ich, eines vollkommen deutlich geworden. Es gibt viele gute Gründe, und darauf hat die Bundeskanzlerin hingewiesen, diesen Paragraphen 103 zu ändern und abzuschaffen. Aber es sind eben auch viele Überlegungen, die dabei berücksichtigt werden müssen. Und deswegen ist mir in dieser Debatte nicht ein plausibler Grund benannt worden, warum das jetzt sofort geschehen muss, sondern nicht nach einer ausgiebigen und intensiven Überlegung und auch parlamentarischen Debatte. Vielleicht kann es mir der Herr Dr. Fechner erklären. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Jetzt hat der Kollege Dehn das Wort zu einer Intervention.